بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute der erste Dars, liebe Geschwister, über die Aqidah. Das letzte Mal haben wir über die Aqidah gesprochen, über Asma wa Sifat, über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben dort klar gemacht, dass die meisten Sekten in diesem Thema irregegangen sind, weil sie bestimmte Regeln nicht beachtet haben, die wir das letzte Mal eigentlich ausführlich beschrieben haben. Und wir haben gesagt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala auf eine bestimmte Art und Weise seine Namen und Eigenschaften verstehen muss, damit man nicht Allah etwas zuschreibt, was er selber nicht über sich berichtet hat und auch nicht der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein sehr, sehr gefährliches Thema, weil wir über Allah azza wa jal, den Schöpfer, sprechen. Und Allah hat uns verboten, über ihn etwas zu sagen, was nicht stimmt. So sagt er uns in seinem edlen Buch. Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Und wer ist ungerechter als jemand, der über Allah subhanahu wa ta'ala lügt? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Seid ihr etwa wissender als Allah? Wie könnt ihr etwas über Allah aussagen? Etwas über Allah denken, wofür ihr keinen Beweis habt und ihr denkt, ihr liegt richtig damit. Das heißt, wir befinden uns in einer sehr, sehr gefährlichen Situation, wenn wir über Allah etwas sagen, was nicht stimmt. Und daher seht ihr, dass Ahlus Sunnah wal Jama'ah sich an klaren, strikten, deutlichen und recht geleiteten Regeln halten. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Deswegen sind sie die einzige Gruppe, die auch diesbezüglich das Richtige hier über Allah subhanahu wa ta'ala gesagt haben. Und es gibt Leute, die sind Übertreiber und Untertreiber. Wir haben die Leute kennengelernt, die Allah azza wa jal immer etwas ableugnen wollten, weil sie haben gesagt, nein, das gebührt Allah nicht, dieses passt nicht zu Allah, wir können Allah nicht so beschreiben. Dann haben sie immer abgelehnt und abgelehnt und abgelehnt, bis sie wo in den Kuffer gefallen sind. Weil letztendlich haben sie nicht mehr bestätigt, was bestätigt, womit Allah sich selber beschrieben hat. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist Sami', er ist Basir, er ist Sehend, er ist subhanahu wa ta'ala Allhörend, er ist Allwissend. Das sind Dinge, mit denen Allah sich selber beschrieben hat. Und wenn Allah sich damit beschreibt, dann ist nur eine einzige Aufgabe von dir, dieses zu bestätigen. Und diese Leute haben gesagt, nein, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich für sich als Eigenschaft beschrieben hat, haben sie mehr oder weniger verdreht. Und die anderen haben das mit Allah verglichen. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah gehören weder zu denjenigen, die etwas mit Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen, laysa kamithlihi shay, noch gehören sie zu denjenigen, die verleugnen, was Allah für sich selber beschrieben hat, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Ihr seht, diese beiden Gruppen sind irregegangen. Ahlus Sunnah wal Jama'ah findet man wo immer in der Mitte. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass die Namen und Eigenschaften auf bestimmte Art und Weise verstanden werden muss. Wir haben vier Punkte genannt, ganz schnell. Welche haben wir genannt? Kein, bitte die arabischen Begriffe. Kein Tamthil oder Tashbih, aber Tamthil ist besser. Kein Tamthil, wenn du einen Namen Allahs oder eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala im Koran liest, dann vergleichst du sie nicht und darfst sie auch nicht mit der Schöpfung oder mit irgendjemandem vergleichen. Das ist Tamthil. Dann? Tahrif. Was haben wir gesagt, ist Tahrif? Dass man entweder ein Wort ändert oder die Bedeutung ändert. Okay? Dass du ein anderes Wort nimmst als das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sich genommen hat, für sich oder womit er sich bezeichnet hat. Du sagst, nee, das Wort passt besser. Das passiert, ja. Unter diesen Leuten der Bid'ah, die haben zum Schluss gesagt,
wäre die Angelegenheit in meiner Hand, hätte ich dieses Wort gesagt. Oder du änderst die Bedeutung, indem du sagst, nee, Allah sagt zwar das, aber es ist nicht diese Bedeutung. Aber es ist nicht diese Bedeutung. Das ist Tahrif. Und danach haben wir über was gesprochen? Machen wir ja nach Tahrif das andere, weil das miteinander hängt? Ta'til. Sehr gut. Was ist Ta'til? Ma huwa Ta'til? Taghyir al-Ma'na. Hada huwa Tahrif. Na. Hada huwa? Das ist die Verneinung, die Leugnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese oder jene Eigenschaften besitzt. Und letztendlich Tahrif führt zu Ta'til. Wenn du sagst, nein, die Bedeutung kann so nicht sein, kann so nicht sein, kann so nicht sein. Und wir werden danach ein Beispiel hören, weil wir sind immer noch in dem Thema. Dann zum Schluss sagst du, Allah ist das nicht. Hast du das letztendlich verleugnet, verneint. Und das Letzte, worüber wir geredet haben, Takif. Was heißt Takif? Nach dem Wie zu fragen. Natürlich Allah hört. Wie hört Allah? Allah sieht. Wie sieht Allah? Das sind alles Dinge, die wir nicht beantworten können. Und alles, was wir sagen würden, würde nur was entspringen von unserer Fantasie, von unserer Hauer, aus unserem Gelüst. Und wir hätten dafür was nicht? Keinen Beweis. Und das ist das Schlimme. Ich kann jetzt nicht die Themen vom letzten Mal nachholen, weil wir heute auch schon ein Stück vorankommen müssen. Liebe Geschwister, heute will ich das Thema abschließen mit über die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Autor sagt, Rahimullah, أو حفظه الله وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء كما قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Er sagt, und Ahlus Sunnah wal Jama'ah, möge Allah uns nur auf diese Gruppe befestigen, sie glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erste ist, vor dem niemand anderes gewesen ist. Allahu Akbar. Wallahi, wer das nur versteht, wenn du das einem Kind beibringst, deinem Kind, Allah war schon immer da, nichts hat existiert vor Allah. Was heißt nichts hat existiert vor Allah? Kana Allah, so sagte der Prophet, Allah war schon und nichts war mit, nichts war mit Allah. Was heißt das? Nichts. Das heißt nichts. Weder Raum, noch Zeit, noch Atmosphäre, noch gar nichts. Das heißt, wenn du das deinem Kind beibringst, erstmal bring dir das selber bei, dann weißt du, dass nichts hätte vorher entstehen können, bevor wer nicht da gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon immer da war, gab es nichts. Wie soll etwas entstehen aus dem Nichts, wo Allah subhanahu wa ta'ala dieses nicht erschaffen hat? Wie soll daraus etwas entstehen? Aber Allah hat erschaffen und dann ist es entstanden. Aber nichts hat sich selber aus dem Nichts her erschaffen. Das sollte man verstehen. Und wenn du das einem kleinen Kind beibringst, der wird alle großen Kufr-Ideologien und Theorien widerlegen. Mit einem einzigen Satz, den du ihm beibringst. Weil wenn du ihm beibringst, was war davor? Was war davor? Urknall. Urknall, Schnall, Hall, Dall, Wall, Roll. Was war davor? Und die enden. Von wem stammst du ab? Meine Mutter. Vor deiner Mutter, vor deiner Mutter, vor deiner Mutter. Adam. Woher kam Adam? Bitteschön. Ja. Wenn du ihn fragst, woher kam Adam, was soll er sagen? Der kann nichts sagen, womit er sich nicht selber blamiert. Allahu khaliku kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem. Das heißt, vor Allah subhanahu wa ta'ala war nichts. Wal-akhir, nach Allah wird nichts sein. Was heißt nach Allah subhanahu wa ta'ala wird nichts sein? Nichts, was unabhängig ist. Allah ist der Erste und der Letzte. Sagt man, aber es gibt doch danach die Paradiesbewohner, sie werden für ewig leben. Wer lässt sie für ewig leben?
Allah, würden sie für ewig leben, wenn Allah das nicht zulassen würde? Also, huwa al-awwal wal-akhir. Er ist der Erste und der Letzte, wal-akhir alladhi laysa ba'dahu shay. Nach ihm kommt nichts, subhanahu wa ta'ala. Und das sind Scheinargumente, die die Leute euch bringen, die bringe ich manchmal rein, damit ihr wisst auch, wie ihr auf diese Leute antworten könnt. Wal-zahiru alladhi laysa fawqahu shay. Und er ist der Offenbare, über den subhanahu wa ta'ala nichts existiert. Warum? Weil Allah azza wa jal über alles subhanahu wa ta'ala ist. Und wir werden das gleich näher besprechen, wenn wir sprechen werden darüber, wo ist Allah azza wa jal. Allah ist über alles. Nichts ist über Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Wir kommen gleich dazu, bi'idhnillah ta'ala. وَلَيْسَ دُونَهُ شَيْءٍ. Und nichts ist unter Allah. Was heißt nichts ist unter Allah? Nichts ist unter Allah bedeutet, nichts passiert unter Allah, worüber er kein Wissen besitzt, subhanahu wa ta'ala. Nichts ist unter Allah, was ihm verborgen ist. Kein Himmel kann einen anderen Himmel bedecken. Keine Erde kann eine andere Erde bedecken. Außer dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses kennt. Das ist gemeint, dass unter ihm subhanahu wa ta'ala nichts ist. Er umfasst alles. Auch wenn Klänge zur selben Zeitpunkt hörbar sind, Allah weiß, von wo jeder einzelne Klang entstimmt. Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal kennt alle seine Diener. Er kennt alle Geschöpfe. Und er weiß, wo sich jedes Geschöpf befindet. Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, das ist Wissen, was man niemals mit dem Verstand begreifen kann. Was man niemals mit dem Verstand begreifen kann. Und deswegen ist das Allah subhanahu wa ta'ala, weil er Fähigkeiten hat, die keiner unter den Menschen hat. Das bedeutet, niemand ist unter Allah, der irgendetwas tun kann, sagen kann, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid weiß. Er umfasst alles subhanahu wa ta'ala. Und das sind Namen, die einen auch darüber Aufschluss geben, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und ich sage das immer wieder, je besser du Allah verstehst, umso gottesfürchtiger wirst du sein in deinem Leben. Ewallah. Und umso besser wird deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und er sagt, der Autor, وَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ subhanahu wa ta'ala لَا تُشْبِهُ الذَّوَاتِ فَكَذَلِكَ صِفَاتُهُ لَا تُشْبِهُ الصِّفَاتِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا سَمِيَ لَهُ وَلَا كُفْأَ لَهُ لَا نِدَّ لَهُ وَلَا لَا نِدَّ لَهُ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُثْبِتُونَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ. Er sagt, und nichts ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso seine Eigenschaften ähneln keine anderen Eigenschaften. Es gibt nichts, was ihm gleich wäre. Subhanahu wa ta'ala. Und er hat niemanden, der ein Partner von ihm wäre. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah bestätigen für Allah, was er für sich selber bestätigt hat. Ithbatan bila tamthil. Dass sie etwas für Allah bestätigen, ohne ihn mit etwas zu vergleichen. Wie wir gerade gesagt haben, wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist allwissend, Allah ist allwissend und es gibt Menschen, die haben Wissen, aber ist das Wissen von Allah wie das Wissen von einem Menschen? Natürlich nicht. Deswegen, dieses ist unterschiedlich, liebe Geschwister. Wa tanzihan bila ta'til. Das ist sehr wichtig. Und dass du Allah subhanahu wa ta'ala von allem, was ihn nicht gebührt, freisprichst, ohne dass du aber die Sachen leugnest, die er für sich beschrieben hat. Wir sprechen Allah frei davon, subhanahu wa ta'ala, dass er zum Beispiel herabkommt zum ersten Himmel und wir sagen nicht, dass sein Herabkommen so ist wie das Herabkommen von einem Geschöpf. Aber gleichzeitig, was machen wir? Wir bestätigen sein Herabkommen. Mafum, was haben die Leute gemacht? Die haben gesagt, nein, ähnlich,
Dann haben sie sich geduckt und zum Schluss haben sie gesagt, geht gar nicht. Und das darfst du nicht machen, sondern du sagst, das ist bestätigt, aber nicht so wie bei den Geschöpfen. Khalas. Und das bedeutet, wa tanzihan bila ta'til. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Autor weiter sagt, wa yu'minuna bi anna Allah azza wa jal muhitum bi kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala umfasst alles. Muhitum bi kulli shay bedeutet, nichts gibt es, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht umfasst. Wa khaliku kulli shay. Und er ist der Versorger und er ist der Erschaffer von allem. Wa raziku kulli shay. Und er ist der Versorger von allem. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und er hat die Macht über alles. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Und er ist der Latif, der Freundliche, der Kundige. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß doch, was er erschaffen hat. Und dann kommen jetzt für uns sehr, sehr wichtige Inhalte, liebe Geschwister. Wa ahlu sunnah wal jama'ati yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh. Und ahlu sunnah wal jama'a bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinem Thron erhoben hat. فوق سبع سماوات über den sieben Himmeln كما يؤمنون بعلوه تعالى so wie sie daran glauben, dass er subhanahu wa ta'ala der höchste ist وانه بائن من خلقه Allah subhanahu wa ta'ala ist getrennt von seiner Schöpfung subhanahu wa ta'ala احاط بكل شيء علما er umfasst alles an Wissen subhanahu wa ta'ala كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز وفي سبع آيات كريمات بلا تكييف. So wie er subhanahu wa ta'ala in sieben edlen Ayat für sich bezeichnet hat, für sich bestätigt hat. الرحمن على العرش استوى. الرحمن der Allerbarmer hat sich über seinem Thron erhoben. وقال تعالى und er sagt ثم استوى ala al-arsh. Daraufhin hat sich Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron erhoben. Wa qala ta'ala a'amintum man fis samaa ay yakhsifa bikum al-ard. Und er sagt am amintum man fis samaa ay yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Fühlt ihr euch etwa sicher vor denjenigen, der über den Himmel ist subhanahu wa ta'ala? يخافون ربهم من فوقهم und sie fürchten Allah, die Diener, der über sie ist. Sie fürchten ihren Herrn, der über sie ist. Und das sind einige Beweise über die Hoheit Allah subhanahu wa ta'ala über alles. Für Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist klar, Allah ist über alles subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, es gibt Leute, die philosophieren gerne und reden gerne. Zum Schluss siehst du, der hat weder einen grünen Beweis noch einen roten Beweis, sondern der hat einfach alles so zermatscht, hat nichts verstanden, weiß nicht mehr, was das Zermatschte ursprünglich war und deswegen wirft er dir das Zermatschte ins Gesicht. Das ist für uns nichts. Für Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wir haben klare Regeln, auch wenn wir diskutieren. Ahlus Sunnah wal Jama'ah argumentieren immer mit was? Mit dem Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt für sich selber, er ist über dem Thron. Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Er ist über den Thron. Richtig. Ahlul Bid'a kommen immer mit Shubuhat. Was heißt Shubuhat? Scheinargumente. Es gibt in der Tat Ayat, die man anders verstehen könnte, wenn man nicht die eindeutigen Ayat kennt. Es gibt in der Tat Ayat, die man anders verstehen könnte, wenn man nicht die eindeutigen Ayat kennt. Wie zum Beispiel, manche sagen, ja, die Toten leben weiter im Barzach, das heißt im Grab. Sagst du ihnen, Subhanallah, wer hat dir das gesagt? Der bringt dir eine Ayat. Er sagt dir zum Beispiel, die Ayat aus Surat Ali Imran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِيهِ Sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Und glaube nicht, dass diejenigen, die tot sind oder die auf dem Weg von Allah gestorben sind, dass sie wirklich tot sind.
vielmehr werden sie bei ihrem Herrn versorgt. Man könnte etwas bewegen mit dieser Ayah, oder? Richtig. Was sagt Allah Azza wa Jal? Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatum muhkamat. Hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Er sagt uns, er ist derjenige, der auf dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Buch herabgesandt hat. In ihm gibt es was für Verse? Ha? Eindeutige Verse. Und sie sind sozusagen der Kern des Buches. Und es gibt aber auch mehrdeutige Verse. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ Was diejenigen anbelangt, in deren Herzen Abweichung, Irregehen besteht, so folgen sie was? Den eindeutigen oder mehrdeutigen? Ah, da haben wir die Ahlul Bid'ah. Da haben wir die Ahlul Bid'ah. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ Warum? ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ Warum folgen sie den mehrdeutigen Beweisen? Allah sagt es uns, um Fitna zu erzeugen. Und das passt auf Ahlul Bid'ah. Möge Allah uns von diesen Leuten entfernen. Sie haben kein Wissen. Der sagt hier, hier, die Leute leben im Grab. Guck mal, subhanallah, der nimmt eine mehrdeutige Ayah und diese Ayah gilt um wen? Diese Ayah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim, wie Masruq überliefert von Abdullah ibn Mas'ud, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nach dieser Ayah gefragt wurde. Er sagte, Allah wird diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, zu was machen? Zu grünen Vögeln und sie werden um den Thron herum fliegen und sie werden im Paradies versorgt. Subhanallah. Das heißt, sind sie gestorben in der Dunya, ja oder nein? Ja oder nein? Okay, sie sind gestorben in der Dunya. Warum nicht die klaren Ayat, ja, Achi? Warum kommst du uns mit so einer Ayat? Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Jede Seele wird sterben. Allah Azza wa Jalla sagt, innaka mayit wa innahum mayitun. Du wirst sterben und auch sie werden sterben. Subhanallah, sind das nicht klarere Ayat? Er sagte, ja, die Juden und Christen kommen auch in das Paradies. Sagst du, ahlan wa sahlan. Woher hast du diesen Beweis? Inna alladhina amanu wa alladhina hadu wa nasara. Und der kennt das. Der kennt die Ayat. Die sitzt fest. Sagte, ja, Allah Azza wa Jalla sagt, wahrlich die Juden und wahrlich die Gläubigen und die Juden und die Christen und die Sabir, wer auch immer ihnen wer auch immer gute Taten tut, so braucht er nicht traurig zu sein und auch nicht ängstlich zu sein. Das ist der Beweis, sagt er dir. Subhanallah, diese Juden und Christen hier sind wer? Die ihren Propheten, was? Gefolgt sind. Warum sagst du nicht, inna dina indallah al-Islam, wahrlich die Religion bei Allah? Ist das nicht leichter? Aber warum kommt er mit mehrdeutigen Ayat? Ha? Weil sie zu seiner Fitna passen. Oder Allah Azza wa Jalla sagt, und das ist so deutlich, yani deutlicher geht es nicht. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Und wer eine andere Religion erstrebt als die Religion des Islam, niemals wird sie von ihm akzeptiert werden. Und er gehört am Tage der Auferstehung zu. Warum? Ja, warum nimmst du nicht diese Eier? Nö, die ist nicht so mit Spielraum versehen. Ja, das ist genau das, was er will. Wir sind nicht Leute, die spielen von Ahlus Sunnah. Wir sind was? Direkt. Tay. Jetzt hast du Leute, die spielen rum. Wo ist Allah? Wo ist Allah? Einer sagt dir, ja, und da gibt es eine Ayah und da gibt es ein Hadith. Sagen wir ihnen, magst du das Direkte oder magst du herumspielen? Wir spielen nicht gerne. Wir haben keine Zeit zum Spielen. Hadith Muawiyah ibn Hakam. Radiyallahu anhu arda. Er hatte eine, was? Sklavin. Eine Sklavin, eine Jariya. Eines Tages hat sie nicht aufgepasst und der Wolf hat von seinem Schaf gegessen. Oder von seinem Schäfchen gegessen. Was hat er gemacht? Er hat ihr eine Puff ins Gesicht geschlagen. Und das Schlagen ins Gesicht ist haram. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهِ So schlage nicht das Gesicht. Er hat bereut. Dann ist er hingegangen zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und wollte das wieder gut machen. Dann sagte er, soll ich sie freilassen, ja Rasulallah, sozusagen als Kafara, als Wiedergutmachung? Er sagte, bring sie zu mir. So kam diese Sklavin,
Eine Sklavin, überlegt mal, was ist eine Sklavin? Hä? Was ist eine Sklavin? Eine, die einfach auf dem Markt verkauft wird oder gekauft wird. Sklavin. Keine, die eine Stellung hat. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihr, ein Allah. Wo ist Allah? Fragte er sie. Subhanallah, ich wundere mich, es gibt Leute von Ahlul Bid'ah, der sagte, diese Frage ist nicht erlaubt. Das heißt, Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Haram gemacht? Wo ist diese Überlieferung? Bei Imam Muslim. Imam Muslim ist das zweitauthentischste Buch nach Sahih al-Bukhari. Und Bukhari und Muslim mit Ijma' aller Gelehrten, Gelehrten nicht Juhal von Ahbash, mit Ijma' aller Gelehrten sind was? Sahih. Natürlich, es gab einige Anmerkungen hier oder da, aber zum Schluss, die Umma hat darüber übereingestimmt. Was heißt die Umma? Die Gelehrten, die Hadith-Gelehrten. Wie viele gab es? Mehr als 10, oder? Ja. Tayyib. Jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Allah, wo ist Allah? Die sagen dir, das ist Bid'ah, so eine Frage zu stellen, man darf das nicht stellen. Und manche sagten, die Überlieferung ist daif. Überleg mal, der arbeitet in der Disco und will dir über Hadith-Stufen etwas sagen, ja? Über Klassifizierung etwas sagen. Daif, dein Akel ist daif. Dein Verstand ist daif, nichts anderes. Schau mal, aber warum haben sie das so erklärt? Weil dieser Hadith ihnen nicht passt. Nicht passt. Das ist aber nun mal so. Und das ist ein Hadith. Er sagte zu ihr, ein Allah. Wo ist Allah? Sie sagte, Fissama. Fissama, liebe Geschwister, bedeutet über dem Himmel. Fissama bedeutet alles, was oben ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist über alles. Weil manche von diesen Irregehenden, die sagen, guck mal, diese Leute sagen, Allah ist im Himmel. Haben die Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'a das gesagt? Im Himmel? In der Schöpfung? Haben wir so etwas gesagt? Wallahi nein. Und das ist das Problem, wenn du weder die arabische Sprache kennst und ein IQ von minus 5 hast. Dann wirst du dieses beide nicht zusammentun können. Wir sagen im Arabischen, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, Qul siru fil ard. Sprich, lauft was in der Erde umher? Hä? Auf der Erde umher. Was heißt auf der Erde umher? Ist er durch die Erde gegangen? Vieh heißt nicht immer innen drinne. Wie das Beispiel hier zum Beispiel. Jeder versteht das. Keiner, Allah hat nicht gesagt, geht durch die Erde. Allah weiß, dass wir Menschen sind. Sondern geht auf der Erde. Qul siru fil ard. Sprich, lauft auf der Erde umher. Und Fissama bedeutet über den Himmel. Weil der Himmel ist ja nicht das letzte Geschöpf oder das höchste Geschöpf. Was ist das höchste Geschöpf? Al-Arsch. Wir kommen auch gleich zum Arsch. Das bedeutet, das ist das höchste Geschöpf. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gesagt haben, er ist nicht in seiner Schöpfung, sondern außerhalb seiner Schöpfung. Subhanahu wa ta'ala. Nichts ist über Allah azza wa jalla. Wallahi, wir sagen zu denen Leuten, schaut mal, das war eine Sklavin, die kein einziges Buch studiert hat. Und ihr habt 50 Bücher gelesen und sie hat mehr Wissen als ihr. Sie wusste wenigstens, wo Allah ist. Eine Sklavin hat mehr Wissen als diese Leute, die seit 40 Jahren ihre selbe Geschichte erzählen. Wo ist Allah? Fissama, ya Rasulallah. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu, Muawiyah radiallahu an, a'tiqha fa innaha mu'mina. So lasse sie frei, denn sie ist eine mu'mina. Das heißt, hat sie richtig geantwortet oder falsch? Warum nicht die erste Frage? Er sagte zuerst, natürlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ana, wer bin ich? Sie sagte, Rasulullah. Er fragte, ein Allah. Das heißt, die Frage, die er vorangestellt hat, ein Allah, hat mit was zu tun? Mit Glauben. Deswegen sagte er zum Schluss, lass sie frei, sie ist eine Mu'mina. Warum stellt er so eine Frage, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn es unwichtig ist? Die Frage ist nicht unwichtig. Und so diese Leute, schaut mal, diese Sklavin sagt, Fissama, Allah subhanahu wa ta'ala, was haben wir gesagt, Fissama bedeutet? Über den Himmel. Über den Himmel. Diese Sklavin antwortet eindeutig.
Und dann gibt es Leute, der sagt dir, als er gefragt wurde, Yarhamukullah, wo ist Allah? Er sagte, weder oben noch, unten noch, rechts noch, links. Dann hat der Gelehrte zu ihm gesagt, dein Herr existiert nicht. Schaut mal, weil sie alles, was abgelehnt haben, abgelehnt haben, abgelehnt haben, zum Schluss, wen hat er sogar abgelehnt? Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein sehr gefährlicher Weg. Deswegen, Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel subhanahu wa ta'ala. Und dafür gibt es nach manchen Gelehrten 1000, nach anderen 3000 Beweise. Aber wer akzeptiert die Beweise? Nur derjenige, der ein gesundes Herz hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese gesunde Herzen geben. Das heißt, Allah azza wa jal ist über alles. Und wir hören gleich, liebe Geschwister, über Al-Arsh. Huwa a'la al-makhluqat. Al-Arsh, der Thron, ist das Höchste, was an Geschöpfen existiert. Wa akbaruha, und das Größte, das heißt vom Umfang her, wa a'zamuha, und der Gewaltigste, wa saqfuha, und er ist das Dach von allem. Das ist der Arsch. Das ist der Arsch. Wa huwa kal-qubba ala al-alam. Er ist wie so praktisch eine Kuppe über das Ganze. La yaqdiru qudrahu illallah. La yaqdiru qadrahu illallah. Niemand kann dessen was heißt Qadr? Ausmaß verstehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Malaika, die Engel, sie tragen diesen Thron. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Thron, Allahu la ilaha illahu rabbul arshil azim. Allah, niemand ist da, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer ihm. Und er ist der Herr vom gewaltigen Thron. Er ist der Herr vom gewaltigen Thron. Und das sagen wir immer. Man hat nur zwei Möglichkeiten, wenn du sagst, wo ist Allah? Entweder ist Allah über alles und er ist unabhängig von seiner Schöpfung. Oder du sagst, Allah ist unter dem Thron. Wal-iyadu billah. Der Thron ist was? Ein Geschöpf. Was würde das bedeuten, wenn du sagst, Allah ist unter dem Thron? Allah ist drinne in seinen Geschöpfen. Und es gibt Leute, die das sagen. Es gibt Leute, die das sagen, Allah ist überall. Wenn sie sagen, Allah ist überall, dann sagen sie, auch in dem Schmutz, der hier vorhanden ist in der Dunya. In dem Unreinen, walayyadu billah. Geziemt sich das, gebührt sich das für Allah? Niemals. Sondern Allah ist getrennt von seiner Schöpfung. Und er ist über alles, subhanahu wa ta'ala. Al-Arsh, liebe Geschwister, ist der Thron. Nichts Größeres existiert an Makhlukat, an Geschöpf, außer diesem Thron. Und dann gibt es Al-Kursi, das ist der Schemel. Dieser Kursi ist unter dem Thron. Wa huwa mawdi'u al-qadamain. Er ist der Platz für die Füße, wie Ibn Abbas, radiallahu an, authentisch überliefert hat. Er ist, wie Ibn Abbas authentisch überliefert hat, er ist der Platz für die Füße. Auch hier, was machen wir? Wir vergleichen mit nichts. Und er sagt, dieser Thron, und er sagt, der Kursi, der Schemel im Vergleich zum Thron, ist wie ein Ring in der Wüste. Subhanallah, wie ein Ring in der Wüste. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Was wollen Sie hier leugnen? Auch die Eier? Auch die Eier leugnen? Manche machen das. Und das ist die systematische Aufstellung, liebe Geschwister. Und dann sagt er, der Autor, وَيُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِي. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist unabhängig von diesem Arsch, von diesem Thron und von dem Schemel. Warum sagen wir das? Weil manche Leute denken, Allah sitzt auf einem Thron, wal-iyadu billah. Und das ist fatal. Wenn du sagst, Allah sitzt auf einem Thron, dann hast du Allah von was abhängig gemacht? Von dem Thron. Aber Allah ist unabhängig
قل هو الله أحد. الله الصمد. Was heißt الله الصمد? Alles, nach einer Erklärung, ist abhängig von Allah und Allah ist abhängig von niemanden und nichts. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, er hat seinen Arsch, seinen Thron, aber er sitzt nicht da drauf. Und er braucht den Thron nicht. Er braucht den Thron nicht. Er sagt, munazzahun an an yahtaja ila al-arshi wa ma duna. Allah subhanahu wa ta'ala ist frei davon, dass er den Thron benötigt und was darunter ist. فَشَأْنُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكِ. Die Angelegenheit Allahs ist gewaltiger als das. بَلِ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِي مَحْمُولَانْ بِقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ. Dieser Arsch und dieser Kursi, das bedeutet der Thron und der Stuhl oder beziehungsweise der Schemel, sie werden nur durch die Macht Allahs subhanahu wa ta'ala getragen. Ja, Achwa, wir wissen, den Thron von Allah tragen wie viele Engel? 8 gewaltige Engel. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ. Und an diesem Tag, يَوْمُ الْقِيَامَةِ, tragen 8 gewaltige Engel den Thron Allahs. Frage an euch. Könnten sie den Thron Allahs tragen, wenn Allah ihnen nicht die Macht dazu geben würde? Das heißt, sie tragen den Thron nur durch die Macht Allahs. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Allah azza wa jal. وَيُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ. Und sie glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala den ersten Menschen, wen? Adam alayhi salatu wa salam, erschaffen hat, بِيَدَيْهِ, mit seinen beiden Händen. Mit seinen beiden Händen. وَيَدَاهُ مَبْسُوطَةً. Und seine Hände von Allah subhanahu wa ta'ala sind weit ausgestreckt. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء. Er gibt aus, das heißt, Allah gibt an Gnaden, wie er will, subhanahu. Er versorgt, wie er will. كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ subhanahu wa ta'ala, wie er sich selber beschrieben hat. مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ. Was hindert dich daran, o Iblis, dass du dich vor Adam, was, niederwirfst, den ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Subhanallah. Ja, jetzt nicht eine Hand. Mit einer Macht geht's jetzt. Vielleicht hätten sie noch was drehen können. Aber was jetzt mit zwei Händen? Hä? Kann man sagen, zwei Mächte? Zwei Mächte, zwei... Seht ihr, wie sie spielen? Ganz einfach. Mit seinen beiden Händen. Schlusspunkt aus, fertig. Wie sind seine Hände? Sind das Hände? Hm? Sind das Hände? Ja. Natürlich, wir bestätigen das. Weil Allah das gesagt hat. Und genau das ist das. Da, hier, diese vier Regeln. Wenn sie sagen, das bedeutet nicht Hände, sondern die Macht Allahs. Was haben sie gemacht? Tahrif oder Ta'til? Tahrif. Aber letztendlich, was meinen sie? Ta'til. Sagen, ja, Allah schreibt Hand, aber diese Hand bedeutet nicht Hand. Oder diese beiden Hände bedeuten nicht Hände, sondern bedeutet? Zwei Mächte. Zu viel Power Ranger geguckt. Zwei Mächte, drei Mächte. Na. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß doch, wie er sich ausdrückt. Und schaut mal, subhanallah, was für ein leichtes Gefühl du hast. Ich bestätige das. Wie sind seine Hände? Allahu a'lam. Sind sie, entweder fantasierst du oder du redest mit Beweis. Und weil Allah dir nichts darüber berichtet hat, dann schweigst du, weil alles, was du sagen kannst, entspringt nur was deiner Fantasie und deiner Hawa. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Und die Juden sagen, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, Allahs Hände sind fest verschlossen, die meinten, er ist geizig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt als Antwort auf sie, das ist im Koran. Nicht, dass man uns dafür, das ist im Koran. Sie sind, Allah azza wa jalla sagt, ihre Hände sollen verschlossen sein. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagt, das, was sie über Allah gesagt haben, dass seine Hände verschlossen sind,
ehrgeizig ist, hat Allah dann in ihren Wesen so erschaffen, dass sie geizig sind? Hat Allah so erschaffen, dass sie geizig sind? Subhanallah. Allah Azza wa Jal sagt, verflucht sollen sie sein. Bima qalu, für das, was sie gesagt haben. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha. Vielmehr sind die Hände von Allah was ausgestreckt. Er gibt, subhana, wie er möchte. Das ist Allah Azza wa Jal. Naam. Wa ahlus sunnah wal jama'ati und ahlus sunnah wal jama'a yuthbituna lillahi tabaraka wa ta'ala ilman. Ahlus sunnah wal jama'a, sie bestätigen für Allah, dass er Wissen hat. Wa qudra. Was heißt Qudra? Macht. Wa quwwa. Kraft. Wa izzan. Stärke. Oder Ehre. Wa kalaman. Dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Wa hayatan. Dass Allah azza wa jal Leben hat. Aber sein Leben ist nicht wie das Leben von den Leuten. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa mahabbatan. Dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt. ورحمة دس الله عز وجل Barmherzigkeit hat ونفسا دس الله سبحانه وتعالى eine Seele hat, aber Seele natürlich auch nicht wie im wie für die Menschen oder wie für die Geschöpfe. وغضبا und dass Allah عز وجل zornig wird. وسخطا dass er wütend wird سبحانه وتعالى. وكراهية dass Allah عز وجل etwas hasst. ورضا dass Allah سبحانه وتعالى etwas wohlgefällt, das heißt, womit er zufrieden ist, wa dahikan, dass Allah azza wa jal lacht, wa ma'iyatan, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit jemanden ist, wa qadaman, wa saqan, dass Allah subhanahu wa ta'ala Bein hat, wa bada'an, wa sam'an, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch hört, wa basaran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wa wajhan, dass Allah azza wa jal ein Gesicht hat, wa aynan, dass Allah subhanahu wa ta'ala Augen hat. وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته. Und noch mehr Eigenschaften, die Allah gebühren, subhanahu wa ta'ala, und seiner Gewaltigkeit und Majestät. Das ist alles, liebe Geschwister. Und viele Leute können eins nicht erfassen. Der sagt dir, ja, aber Allah hört uns doch, Allah sieht uns doch. Diese Geschichte haben wir in einer sehr einfachen Geschichte zusammengefasst. Zum Beispiel sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa alayhi salam, er sagte zu ihm und seinem Bruder Harun, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Geht ihr beide zu Pharaon, Harun und Musa, geht ihr beide zu Pharaon und sagt ihm was? Milde Wörter. Und sagt ihm milde Wörter. Auf dass er was gottesfürchtig wird oder auf dass er, bedeutet Pharaon, bedenken möchte. Sie haben Angst gehabt und das ist normal und das waren Propheten. Das heißt nicht, dass wir keine Angst haben dürfen. Was war aber ihre Angst? Ha? Haben sie Pharaon mehr gefürchtet als Allah? Das ist verboten. Du darfst nichts mehr fürchten als Allah. Aber was war ihre Angst hier? Dass Pharaon ihnen Schaden zufügt oder etwas antun kann. Oder etwas antun kann. Qala rabbana innana nakhaf. Sie sagten, oh unser Herr, wir haben Angst. Was hat Allah azza wa jalla ihnen geantwortet? La takhafa innani ma'kuma. Innani ma'kuma. Asma'u wa ara. Habt keine Angst, ihr beiden. Ich bin mit euch. Was heißt mit euch? Allah ist in den Geschöpfen. Jetzt erklärt Allah subhanahu wa ta'ala uns, ich bin mit euch. Ich höre und ich... Versteht ihr jetzt, wie Allah mit uns ist? Indem er hört und sieht. Konnte Pharaon ihnen etwas antun? Weil wer sie geschützt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Schlusspunkt aus, fertig. Ohne Fantasie, ohne Soziologie und Scientology und alles weg. Koran und Sunna. Schlusspunkt aus. Wie hat Allah uns beschrieben, dass er mit uns ist? Ha? Mit seinem Wesen, subhanahu wa ta'ala, hat er uns gesagt, dass er im,
in der Dunya ist, a'udhu billah, sondern mit seinem Sehen und Hören. Schlusspunkt aus. So ist Allah mit uns. Wallahi, wenn du das verstehst, dann alhamdulillah rabbil alamin, hast du heute eine Menge verstanden. Und das ist ausreichend für uns, bi'idhnillah ta'ala. Es gibt noch ein, zwei Sachen, aber die können wir, insha'Allah ta'ala, weil wir im Grunde genommen diese Sachen schon abgehakt haben, als ich auch bestimmte Beispiele genommen habe. Deswegen, liebe Geschwister, können wir das auf das reduzieren, bi'idhnillah ta'ala. Und wir können dann auch das nächste Mal weitermachen, weil wir können auch nicht die ganze Zeit uns mit den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigen. Und es gibt nur noch eine Überlieferung, die möchte ich euch die möchte ich euch auch noch mal mitteilen, liebe Geschwister. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam: Man ankara anna Allah azza wa jal fis sama faqad kafar. Derjenige, der leugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel ist, hat Kufr begangen. Wer sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht über den Himmel, ist nach unserer Religion ein Kafir. Was sagen sie? Die sagen, wer sagt, dass Allah über den Himmel ist, ist ein Kafir. Und Allah sagt das im Koran. Wie viele Ayat? A'amintum man fis sama. Ein Allah fis, die sagen, der ist Kafir. Und deswegen, liebe Geschwister, man wird immer auf Leute treffen, die Masakin sind, die leider keine Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und viele im Übrigen haben keine Rechtleitung von Allah bekommen. Ich sage nicht alle, weil sie was haben? Krankheit im Herzen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man arada Allahu bihi khayran yufaqihu fi din. Für wen Allah etwas Gutes bestimmt hat, den lässt er die Religion verstehen. Und die Ulama sagen im Umkehrschluss, für wen Allah nichts Gutes bestimmt hat, den lässt er die Religion nicht verstehen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fragen hierzu. Na, zu Asma wa Sifat. Bitte schön. Kann man sagen, dass der Kursi ein Teil ist von Koran? Ein Schemel, nein, das ist ein Schemel. Das ist der Schemel. Na, das ist der Schemel. Okay? Damit wir das auch klar unterteilen, liebe Geschwister. Na, zu Asma wa Sifat, nur zu dem Akida-Gebiet. Taib.